Erster Wettbewerb des heutigen Tages, freuen wir uns drauf, unter dem Patronat der Firma Track, beheimatet hier in Essen und auch mit einem Stand hier vertreten, freuen wir uns, sagen herzliches Dankeschön für die Übernahme des Patronats des ersten Wettbewerbs. Westfalen in Dortmund beheimatet und hört auf den Namen Melanie Hessling, die freuen wir uns natürlich hier. Besonders 30 Jahre ist sie. Aus Ostwestfalen kommt die Nummer 2. Das ist Bettina Lambracht, fährt im Trikot vom RC Sprintags aus Bielefeld. Aus Mettmann kommt Julia Modler, ja letzte Woche noch bei der Tour Transalp unterwegs gewesen. Die Nummer 5, Frances Czerny, TV 1900 aus Attendorn. Gabriele Kolb. Hey, super. Essen Rückstand. So, Sturmvogel Bad 9a, bei der Gabriele Kolb, die Nummer 7. Christiane Stefanik von Rheintreu Krefeld 05. Dann haben wir im Trikot des RV Endspurt 08 Wuppertal. Die Nummer 9 und 10, das ist Simona und Alexandra Janka. Auf diese wird natürlich auch gespannt. Die ehemalige deutsche Nachwuchsmeisterin, mittlerweile angekommen in der Klasse der Elite-Fahrerinnen. Ira van den Broek von Möwe Mönchengladbach, Lena Stegger vom RV Bocholt trägt die Nummer 12, Dorothe Janke die Nummer 15, die dritte im Bunde der Janke-Geschwister. Birte Schumann, TV 1900 Attendorn aus den Niederlanden, freuen wir uns auf Sarah Kramosian. Und vom RV Sturmvogel Bonn, Lina Franz Wieten und Anna Bornemann. Und die Nummer 27 von der LRG aus Letzinghausen, das ist Isabel Schöpe, ebenfalls eine aus der ganz jungen Nachwuchsgarde. So, die Lichter leuchten. Schuss. Hat hier alles klar. So, Herr Fahl, können wir, also jetzt gehen wir mal zusammen runter von 5, 5, 4, 3, 2, 1, Start! So, Start geglückt hier, erster Wettbewerb des Tages unter dem Patronat der Firma Track Planet of Bikes. Erster Wettbewerb ist Start. Mit der Nummer 1 haben wir da die Melanie Hessling. Ja, und schon in der ersten Runde langgezogenes Feld. Melanie, jetzt setzt sie hier das Zeichen. Für Melanie Hessling, die jetzt hier versucht, eine Vorentscheidung herbeizuführen. Die Top-Favoritin von der OSG Westfalen Dortmund versucht sich jetzt hier von ihrer Weggefährtin die beiden Plätze an der Sonne einnehmen. Fällt auf Platz 3 mit Bettina Lambracht. Da lassen sie die große Dame des Radsports vorne fahren und die Jungen kleben an ihrem Hinterrad. Essen, in der wieder hier die Nummernausgabe stand. Und hier kommt sie. Allein auf weiter Flur, konzentrierte Leistung. Ist jetzt hier für Melanie Hessling in die letzten Runden. Klasse! Ah, jetzt sind wir noch gut auf dem Fahrrad. Jetzt sind sie nochmal. Wo hat jetzt hier die Chance, im Preis der Firma Track aufs Treppchen zu kommen? Fünf Runden noch zu fahren. Fünf Runden noch zu fahren. Nicht nur hochkonzentriert, sondern auch super schnell. Kommt Melanie Hessling von der OSG Westfalen Dortmund und geht in die letzte 8,8 Kilometer lange Wettbewerb. Simona Jahn. In allen Jugend- und Nachwuchsklassen hat sie deutschlandweit brilliert, jetzt angekommen. 20 Jahre jung, hier kommt sie. Und auch sie bekommt noch einmal unseren Applaus. Super Simona, das sieht richtig klasse aus. Auf der Silberposition kommt Simona Janke und geht hier in die letzten 4 Runden. Isabel, durchfahren.
ist hier die Losung. Zwei Runden noch. Feld richtet sich ein auf den Spur und Platz Nummer 3. Wer kommt noch in den Genuss des Preises der Firma Track? Wer nimmt aus der Hand von El Fall die Preise entgegen? Platz 3. Um den Platz geht es hier in 3 Runden. Mit der Spitzenreiterin, mit Melanie Osling. Das Rennen vorbei. Sie wird die Siegerin sein, die mit einer Rundenstand unterwegs ist. Julia, eine Runde noch. Kämpft ihr noch einmal mit einem richtig tollen Ergebnis, wird sie hier in der nächsten Runde einlaufen. Platz Nummer 2 vom RV. Sie lauern auf die beste Position. Ihr Van den Broek könnte diejenige sein, die hier am Ende vielleicht mit aufs Podium fährt. Die Fahrerin mit der Nummer 11, die sich hier stark präsentiert hat. Es geht ins Finale. Es geht hier ins Finale, letzte Runde. Könnte etwas früher. Regenfront ist vorbeigezogen und wir freuen uns auf die erste Siegerin des heutigen Tages. 9. Kia Röker Preis der Firma Trek. Von der ersten Runde an hat sie gezeigt, dass sie heute nicht zu schlagen ist. Herzlich willkommen, die Siegerin der ersten Verleihungsgabe. Es war Melanie Hässling. Und hier ist ein Rückenschein, Platz ist schnell überarbeitet. Beenden auch hier das Rennen. Schluss für euch hier. Dankeschön. Ist doch schön, wenn ihr vor Lippe habt. Jetzt warten wir auf die zweite. Lange hat sie hier mit der späteren Siegerin gemeinsame Sache gemacht, aus der ersten Runde heraus, mit dem Wissen, dass der Sieg am heutigen Tag vermutlich nur über Melanie Hässling geht, wenn Julia Mundler auch das Rennen beendet. Julia, klasse Leistung. Die zweite platziert, mit am Podium. Jawohl, Simone Janke. Wer kommt den Preis der Firma Speck noch in den Genuss der Blumen? Aber Hinweis, wie gesagt, an die Fahrer der Juniorenklasse. Wir werden direkt nach dem Einlauf dann euch hier zum Start bitten und dann den nächsten Wettbewerb gleich unmittelbar beginnen und dann machen die Siegerehrung. Geht in die Niederlande an Sarah Kramhäusern, Ira van den Broek. Das war diejenige, die jetzt kommt. Lange aufgezogene Spurtier. Geht es jetzt hier auf die Zielgeraden in Richtung Kiabogen? Wer kommt hier noch mit aufs Podium? Ein langgezogener Spur. Und eine Spitze, einen grünen Helm sehen wir. Wer kommt hier noch mit? Jawohl! Ins Finale, die Nummer 8. Wir stehen aber bei der Nachfolgerin. Christiane Stefanik, RV Hönnentreu, Krefeld 0-5. Und das war ein richtig klasse Spurt. Von der Spitze an um die Kurve gekommen. So, und mit diesen beiden Damen, mit Isabel Schöpe, beenden wir der Stufe Bad 9a Weiler. Beenden wir hier den Wettbewerb der Frauenklasse. Ja, und jetzt schon am Start die U19. Also sind die Fahrer zwischen also dem 17 und 18. So, jetzt geht's hier weiter zwischen Batterie. Beim Fassen sind jetzt Lenk- und Sattelstütze, sodass also da entsprechend maximaler Komfort gefahren wird. Prima, also wer Lust kann das gerne machen. Gehe ich schon mal nach oben. Ja, wir müssen das hier, Herr Bass, Sie dürfen nach oben. Aber wenn wir hier mit dem, kommt mal zu uns. Das Rennen wird es dann nochmal schwer. Du musst es reißen lassen, woran hat es gelegen?
Ja, ich bin in die Führung gefahren und dann kam die Melanie von hinten so attackiert und dann war da eine Lücke da hinten und dann kam ich nicht mit. Aber tapfer zu Ende gefahren, also aber man muss dann auch noch die Spannung hochhalten. Also das ist ja dann ja kein Alleingang, man rollt dann ja nicht alleine ziehen. Oh. Richtig, es war dann auch ziemlich windig, als der Wind aufgehört hat zu regnen. Da war es nochmal extra schön. Prima, tolle Leistung. Die bescheinigen wir auch dir. Tolles Rennen gefahren. Am Ende, Christiane, du bist ein Superfinale gefahren, fand ich, von der Spitze. War das so geplant? Ja, ich habe mir kurz überlegt, dass ich rausfahre und dann habe ich das gemacht. Als die beiden weg waren und den letzten Runden, hat sich nicht mehr ganz viel getan. Oder sagen wir mal so, zumindest sah es für uns so aus. Hat keiner mehr probiert, sich entscheidend abzusetzen? Haben da alle auf das Finale gelauert? Nee, ab und zu kam es dazu, dass einige weggefahren sind. Das ist 3 zufrieden. Und Heinz ist auch zufrieden. Also an seiner Blick haben wir gesehen, ist es. So, meine Damen und Herren, wir kommen zur Siegerehrung. Sport Zukunft. Blau-Rennen stimmt und auch sie ist die jüngste im Bunde, 20 Jahre jung. Herzlichen Glückwunsch von BV in Spundelach, Wuppertal, Simona Jacke. Die Siegerin steht in diesem Jahr das 10. Mal auf dem Podest ganz oben von der OSG Westfalen Dortmund. Eine weitere erfolgreiche Rennsaison. Ein Dankeschön der Firma Trek. Wir sagen Herrn Pass, den Oberbürgermeister der Stadt Essen, ihr Oberbürgermeister, ein herzliches Dankeschön. Schön.